Hallo und guten Morgen. Es ist ein früher Morgen. Ja, warum ist der morgens früh und ich schon da, live? Ja, weil ich euch was erzählen will und wenn ich da noch lange warte, wird es nicht besser und dann wird es aufgeschoben und dann wird es letztendlich doch auch aufgehoben. Und es ist doch eine ganz wichtige Nachricht, diese Geldgeschichte, gerade in der heutigen Zeit. Hi, hi, guten Morgen. Gerade in der heutigen Zeit ist es doch einfach immer wieder wichtig, über dieses Geld zu sprechen, was Geld für uns bedeutet und wie wir das handeln können. Gerade in diesen unsicheren Zeiten müssen wir uns klar werden, was da eigentlich läuft in uns. Und woher wirklich diese ganzen tiefen Ängste kommen, die wir haben und diese Sorgen, die uns so sehr belasten und vor allem diese Geld- und Existenzängste, die wir immer verspüren unser ganzes Leben lang. Kann sich einer von euch daran erinnern, dass Geld kein Thema im Leben war? So. Absolut kein Thema, dass man nicht so drüber nachgedacht hat, über Geld. Dieses Thema Geld kommt schon so super früh in unser Leben. Dieses Thema Geld begleitet uns unser ganzes Leben. Und es ist immer irgendwie so ein Thema hier, so immer ein Thema. Aber so richtig wirklich hinschauen zu diesem Thema, so richtig hinschauen und es mal anschauen und zu sagen, um was geht's eigentlich bei diesem Thema, das mich so begleitet und nicht wirklich so ein angenehmer, liebevoller, unterstützender Begleiter ist, sondern eigentlich ein Begleiter ist, der allgegenwärtig ist und allpräsent einen gewissen Druck auf mich aufübt. Geld als allgegenwärtiger, präsenter Begleiter übt immer eine gewisse Angst auf mich aus, lässt mich Sorgen haben. Und es ist so, so wichtig, mal da genau hinzuschauen. Und ich habe schon genau hingeschaut und ich habe noch mal genauer hingeschaut. Und das möchte ich mit euch teilen, wie das sich so entwickelt. Und ich glaube nicht, dass ich da alleine bin mit meiner Geldgeschichte und mit dieser Geldlüge, die mich schon ganz früh irgendwo getroffen hat. Also ich erinnere mich, als kleines Mädchen oder als junges Mädchen, was immer schon ein Thema, was man machen kann und was man nicht machen kann. Und Geld war schon ein Thema bei meinen Eltern. Und es war ein Thema, von dem ich nichts verstand. Es war ein Thema, über das immer gesprochen wurde bei den Erwachsenen. Ein Thema, wo ich überhaupt nicht die Reichweite wusste. Ein Thema, wo ich wusste, wenn dieses Thema aufkommt, die Energie ist nicht gut. Hallo, guten Morgen, Susi. Die Energie ist nicht gut, wenn meine Eltern oder sonst in Erwachsenenkreisen, auch mit Großeltern, Tante und Onkel, über Geld gesprochen wurde. Das hat sich nie gut angefühlt für mich als Kind. Das hat sich immer irgendwo bedrohlich tatsächlich angefühlt. Ja, wenn über Geld gesprochen wurde und ich war wirklich ein kleines Mädchen im Grundschulalter, Primarschulalter, wenn die Erwachsenen über Geld gesprochen haben, das war immer eine schlechte Atmosphäre, das war immer irgendwo beängstigend, das war immer irgendwie unsicher, das war immer irgendwie bedrohlich, ja. Und das habe ich als Kind so mitgekriegt, das habe ich als Kind so aufgenommen. Und da erinnere ich mich auch noch daran, ja, da erinnere ich mich noch sehr, sehr gut daran, wie ich selbst schon Angst vor Geld bekommen habe oder Angst vor dem Thema Geld bekommen habe, bevor ich überhaupt richtig wusste, um was es geht. Bevor ich überhaupt richtig wusste, was Geld denn ist, was Geld denn kann, was Geld denn nicht kann, wozu man denn überhaupt Geld braucht und wie viel Geld ist und wie viel Geld man überhaupt braucht und so weiter und so fort. Ja, und das sind Prägungen, das sind Kindesaltersprägungen mit Sachen, von denen wir noch nicht mal eine Vorstellung haben, was es ist. Es geht direkt durch unser kleinkindliches, göttliches Wesen hindurch,
filterfrei direkt ins Unterbewusstsein und es werden diese Informationen gespeichert, die wir dort aufgenommen haben. Geld ist bedrohlich, Geld ist Mangelware, Geld macht Streit, wegen Geld tut man sich auseinandersetzen. Wenn es um Geld geht, ist es ganz, ganz unangenehm. Am besten vermeidet man dieses Thema, schiebt es weg und möchte damit überhaupt nichts zu tun haben. Und das ist so tief in uns. Und ich bin mir ganz sicher, auch aus meinen Coachings und mit den Menschen, mit denen ich tief zu tun haben darf, ist es immer wieder das Gleiche. Es wird abgelehnt, Geld wird abgelehnt, unterbewusst wird es ganz, ganz fest abgelehnt, genau wegen all diesen Paradigmen, die wir ganz früh aufnehmen und in uns hereinspeichern. Und diese Paradigmen, die wohnen dort, die begleiten uns unser ganzes Leben hindurch und wir wissen nicht mal von diesen Paradigmen, Parasiten womöglich, ja, von diesen parasitären Gedanken und Vorstellungen und Überzeugungen, die uns lenken und die uns beeinflussen. Und so laufen wir durchs Leben mit diesem Parasit und wir lassen uns steuern, wir lassen uns lenken, wir lassen uns beeinflussen. Wir machen unsere Entscheidungen anhand dieses tiefen Wissens, das gar kein Wissen ist, das sich aber anfühlt wie ein Wissen, weil es schon so alt und so tief läuft und unser Leben bestimmt und auch das Leben eben unserer Gesellschaft, das Leben unserer Mitmenschen. Ja, wir merken das und da ist dieses Paradigma, nach dem man so lebt und von dem man angetrieben wird. Weil irgendwann mal kommt zu diesem Paradigma noch dazu, wer gut ist, hat Geld. Dein Wert wird von der Gesellschaft im Sinne von wie viel Geld du hast, wie viel Geld du verdienst, ja, wie viel Geld du verdienst, da spiegelt dir die Gesellschaft deinen Wert vor. Und du nimmst diesen Spiegel an und sagst, okay, wenn ich viel Geld verdiene, bin ich viel wert und wenn ich wenig Geld verdiene, bin ich wenig wert. Und so geht es die ganze Zeit und ich erinnere mich in meiner kurzen Angestelltenzeit, aber das ist auch in der Businesszeit ist es eigentlich niemals anders gewesen. Es geht immer darum, wie viel kann ich verlangen, wie viel wird mir bezahlt für meine Arbeit, für mein Angebot, für das, was ich zu bieten habe. Wie viel ist das wert? Wie viel schätzen das die anderen wert? Ja, so bin ich gepolt. Wie viel sollen die anderen das wertschätzen? Wie viel werde ich wertgeschätzt in Form von Geld? Ja, und das sind diese Paradigmen, die uns treiben, die uns antreiben und wo wir glauben, wir müssen immer mehr und mehr Geld irgendwie verdienen. Wir müssen immer mehr und mehr Geld, der Lohn muss mehr und mehr steigen. Auch diese Vorstellung, ja, Senioritätsprinzip, wenn du älter bist, musst du mehr verdienen. Und du verdienst automatisch mit der Seniorität mehr. Also wer älter ist, ist mehr wert. So, irgendwas stimmt da ja auch nicht, weil wenn du dann ganz alt bist, bist du plötzlich gar nichts mehr wert. Ja, also das sind so Sachen, die sind absolut unlogisch. Darüber hat noch die wenigsten wirklich tief, tief nachgedacht. Aber sie fahren uns und unsere Gesellschaft. Diese Vorstellungen fahren uns und unsere Gesellschaft. Sie leiten und steuern uns und unsere Gesellschaft, diese Vorstellungen. Und wenn wir die nicht klären für uns und wenn wir die nicht auf den Tisch legen und quasi aussortieren und sagen, gut, schlecht, will ich haben, will ich ersetzen, will ich haben, will ich ersetzen, nein, bringt mich nicht weiter, ist Bullshit, dann werden wir weiter von diesen unbekannten Paradigmen, Mächten, Kräften, ich sage es jetzt einfach mal krass, gefahren, durchs Leben getrieben und kommen nie zur Ruhe, sind immer in einer Schwere, sind immer in einer Angst und sind immer in kompletten Mangel. Und wenn ich mich so dran erinnere, als ich jung war und ich hatte meinen ersten Ferienjob, ich war 13, das weiß ich noch, 13 und ich wollte unbedingt verreisen. Und mein Großvater, der hatte eine Gerberei und die wurde von meinem Onkel geführt
Und da durfte ich als 13-Jährige Leder beschneiden. Das habe ich mit einer Freundin angefangen und das war echt hart. Wir standen da an so Tischen und diese Lederhäute mussten da abgeschnitten werden. Und das Ganze im Akkord und 8 Stunden am Tag. Meine Freundin ist nach 2 Tagen ist sie ausgestiegen. Ihre Eltern haben gesagt, das hast du nicht nötig, das musst du nicht machen. Und ich habe mich da 3 Wochen durchgebissen, weil ich unbedingt das Geld haben wollte für eine Reise, die ich machen wollte. Und das war für mich schon damals so, wirklich habe ich schon erkannt, wow, ich bin 13, ich arbeite genauso wie die Erwachsenen und ich weiß es noch ganz genau, ich kriege 7 D-Mark in der Stunde. 7 D-Mark in der Stunde und ich habe das gleiche gearbeitet wie eigentlich die Erwachsenen und ich habe mich da ganz knallhart durchgebissen und ich wollte das machen und ich wollte das durchstehen und da habe ich schon erkannt, diesen ganzen Missstand in dieser Fabrik, wie das funktioniert und ich erinnere mich auch noch an das Gefühl damals, wie schrecklich das war, ja, wie ich mich quälen musste für dieses bisschen Geld, das ich da bekommen habe, um ein kleines bisschen Freiheit zu haben, schon mit 13, um selber zu bestimmen, dass ich irgendeinen Urlaub mit irgendjemandem mitmachen kann. Und weil ich selber dieses Geld hatte, mein eigenes Geld, huhu, Katrin, weil ich selber mein eigenes Geld hatte, konnte ich das selber entscheiden und ich habe ehrlich richtig gelitten. Und meine Freundin, ihre Eltern haben gesagt, nee, das machst du nicht und ich wollte diese Freiheit haben. Und da war es mir schon wieder klar, boah, Geld zu haben, das ist qualvoll, Geld zu bekommen, da musst du dich wirklich quälen, da musst du dich richtig zusammenreißen und auch vor allem insbesondere Lederhäute beschneiden, Dinge tun, die du nicht tun möchtest. Ja, und dann war das halt weiter so, dann weiß ich noch, also Geld war immer dieses Thema, ich hatte nie Geld, ich hatte nie genug. In der Family war das auch so, mein Vater war sozusagen das schwarze Schaf in der Familie, der zweitgeborene Sohn und der war irgendwie, hat es zu nichts geschafft, ja. Das war so, in der Familie war das so, der hat sein Erbe irgendwie verprasst und jetzt hat er nichts mehr auf die Reihe gekriegt und das war halt so, eigentlich wäre die Familie ja wohlhabend gewesen, aber mein Vater hat alles verprasst, so das war so in meinem Hinterkopf, das war so meine Story, ja, es ist kein Geld da, du hast kein Geld, Patricia, für dich gibt's nichts, obwohl immer Geld da war, wir haben im Haus gewohnt und so weiter und so fort und auf wundersame Weise hat mir mein Vater nichtsdestotrotz ein Auto gekauft mit 18 und ich habe studiert. Ich habe Betriebswirtschaft studiert und er hat mir mein Studium fast bis zum Schluss, brauchte ich dann ein Studienenddarlehen, weil er wirklich keine Kohle mehr hatte, aber fast bis zum Schluss hat er mich eigentlich so meine Grundbedürfnisse hat er mir ermöglicht und auch als einzigste eigentlich der Familie, die studiert hat. Und dann war ich 17 und habe im Altersheim gearbeitet. Da haben wir damals 20 D-Mark bekommen, meine Freundin und ich. Die Mutter meiner Freundin war dort Buchhalterin. 20 D-Mark. Und wir haben mit 17 Jahren, das war ein spezielles Altersheim für Alkoholiker, haben die Leute dort versorgt, quasi als voll eingesetzte Pflegekraft. Und ich weiß noch, wie ich das geschafft habe, aber ich weiß, was ich dort alles gemacht habe. Und ich habe dort wirklich alles gemacht. Und irgendwo wirklich wie so ein Roboter tatsächlich, ja. Du bist da, ich bin da hingegangen als junges Mädchen, hatte wirklich nur das Geld im Gesicht, also in Aussicht. Ich hatte das Geld in Aussicht, das ich bekomme, die Freiheit, die Dinge zu tun, die ich tun möchte, in Aussicht. Und mir ist gar nicht bewusst gewesen, was da eigentlich war. Und ich erinnere mich an einige Dinge, die wir getan haben. Also zum Beispiel musste eine Frau mit Wein bis zum Ende versorgt werden, damit sie keine Entzugserscheinungen hat und so weiter und so fort. Aber letztendlich war das Ganze irgendwo ausgeblendet und es wurde einfach nur getan, um das Geld zu haben.
Ja, und das waren meine frühen Jahre. Das waren meine frühen Jahre in meiner Beziehung zu Geld. Und obwohl ich nachher Betriebswirtschaft studiert habe und obwohl ich ein Prädikatsexamen hatte und so weiter und so fort, war immer noch das Gefühl, auch wenn ich später gearbeitet habe, war immer noch das Gefühl da, die anderen kriegen mehr Geld für das, was sie tun. Es war immer da, immer dominant, bis spät, spät, spät in meinem Berufsleben, bis in meinem selbstständigen Leben, immer da, diese dominante Überzeugung. Andere, die das Gleiche oder Ähnliches tun wie ich und sogar noch schlechter, die bekommen dennoch mehr Geld als ich. So, eine absolut krasse Überzeugung, denn das, was du glaubst, Susi, das, was du glaubst, ist immer wahr. Das ist unausweichlich. Das, was du glaubst, ist immer wahr. Und das glaubst du und du schaust dich um in der Welt und du kriegst immer wieder die Bestätigung, dass das, was du glaubst, wahr ist. So, und deswegen ist es so, so wichtig, dass du herausfindest, was du wirklich glaubst. Damit diese Wahrheit, die du im Außen siehst und immer wieder bestätigt bekommst, sich verändern kann, musst du andere Sachen glauben, musst du andere Sachen wissen. Wissen, ganz tief wissen. Du musst kapieren, wie das funktioniert. Du musst kapieren, wie du gesteuert bist und wie du plötzlich bewusst anfangen kannst, dich dorthin zu steuern, wo du sein möchtest, weil so viel Unsinn in deinem Kopf rumschwirrt, wie eben dein Wert wird durch Geld bestimmt. Dein Preis bestimmt sich durch Geld. Dein Wert, die Wert deiner Arbeit, der Wert deines Seins, der Wert deines Lebens wird bestimmt durch das Geld, das du bekommst. Aber dabei bekommst du das Geld nur in der Art und Weise, wie du es zulassen kannst und wie du glaubst, dass du bezahlt und entlohnt wirst. Es ist ein Teufelskreis, den du auflösen musst, weil sonst fährst du dich in Arsch. Du fährst dich komplett in Arsch. Du fährst dich in Arsch körperlich. Du arbeitest. Du meinst, du musst immer mehr bieten, du meinst, du musst immer mehr machen, du meinst, du musst immer mehr funktionieren, du musst immer mehr gefallen, du musst immer mehr probieren, du musst immer mehr geben und es kommt nicht mehr zurück, obwohl du immer mehr gibst und es liegt nur allein an deinen Überzeugungen, die du hast über dich, über das Geld, über die Zusammenhänge zwischen dir, dem Geld und dem Leben. Und du machst mehr und du machst grandiose Projekte und alle anderen schauen eigentlich schon, boah, was läuft da, was macht die, was zieht die alles an und du sitzt immer noch da in deinem Schneckenhäuschen, schaust dich um und sagst, die anderen, die machen nicht so viel wie ich, die kriegen aber mehr Geld und die haben mehr Geld. So schaut's aus. Und es ist völlig wurscht, was du machst. Du kannst alles reißen, du kannst alles organisieren, du kannst alles initiieren, du kannst großartige Dinge machen. Wenn dieses Gefühl hier drin wohnt, dass es nicht gut genug ist, dass es nicht ausreicht und dass das Geld einfach deinen Wert bestimmt und dein Wert, egal wie viel du machst, strampelst und so weiter, dein Wert steigt einfach nicht. Weil du es nicht im Außen gespiegelt kriegst, dass dein Wert steigt. Dein Wert steigt aber nicht deswegen, weil du nicht im Außen gespiegelt bist, sondern dein Wert steigt deswegen nicht, weil du davon überzeugt bist, dass dein Wert nicht da ist. Nur das. Nur das. Aber okay, ich bin jetzt überzeugt, dass mein Wert da ist. Okay, super. Jetzt laufe ich durch die Gegend und mein Wert ist jetzt da. Ich bin super viel wert. Ja. Affirmationen, bla bla bla. Und es geht immer noch nicht. Es geht immer noch nicht, weil da so viel noch dranhängt, weil da so viel noch dranhängt an anderen kleinen Überzeugungen, anderen Vorstellungen in andere Bereiche und dir immer wieder im Außen wiedergespiegelt wird, dass dein Wert nicht gut genug ist. Und bei mir war es dann so, okay, dann irgendwann mal habe ich angenommen, ja gut, ich bin ja doch gut, ich bin ja doch gut genug, ja gut genug, ja. Aber so richtig gut? Nee. So richtig gut nicht. Ja, aber gut genug. Aber ich muss dann schon noch besser machen. Ich muss dann schon noch mehr machen. Ich muss dann schon noch mehr probieren. Ja, und so, dieses ganze Ding hat
meinen Körper dazu gebracht, nicht mehr mitzumachen. Nicht mehr mitzumachen, weil diese Information, dass es nicht ausreicht, dass es nicht gut genug ist, dass da ein Fehler ist, dass da ein Mangel doch immer noch ist, obwohl es zwar schon gut genug ist, aber halt noch besser werden muss. Es muss ja immer besser werden, es muss ja noch immer besser werden. Hat irgendwann mal meinen ganzen Organismus, mein System auf Tilt gestellt. Und was dann noch weiter lief, du bist krank, weil du nicht gut genug bist. Kommt auch noch dazu. Dann kommt die Schiene, ja? Da siehst du mal, wie schlecht du bist. Dein Körper zeigt dir sogar, wie schlecht du bist, dass du nicht gut genug bist, dass du da einen Fehler gemacht hast, dass du da was ausgelassen hast, dass du hier nicht richtig gemacht hast und so weiter und so fort. Dann hat mein Kopf noch meine Krankheit dahergenommen, um mir zu beweisen, dass ich nicht gut genug bin. So läuft der Hase und ich könnte stundenlang drüber mit euch erzählen, was da alles in mir vorgegangen ist und im Laufe meiner Krankheit, wo dann die Versicherung nicht mehr bezahlt hat. Oh my goodness. Wo die Versicherung dann nicht mehr bezahlt hat und mir nochmal quasi den Beweis dafür geliefert hat, dass ich jetzt nicht mal, obwohl ich krank bin, dass ich nicht mal wert bin, Krankentaggeld zu bekommen und dass da niemand ist, der mich unterstützt und dass da niemand ist, der mich, dass das Sozialsystem nicht mich hält, dass die Ärzte mir sogar mich gesund schreiben, obwohl ich keinen Schritt tun kann, weil sie meinen, am Schreibtisch kann sie ja sitzen und. Es hat sich alles gezeigt, so wie ich es geglaubt habe, bis in den ganz, ganz tiefen, tiefen, tiefen Keller, als ich vor dem kompletten Ausstand. Und zum guten, guten Glück bin ich ja schon lange auf diesem Weg, die Dinge zu verstehen. Und langsam aber sicher, je mehr ich verstanden habe, je mehr ich die Dinge, die ich gelernt und verstanden habe, eingesetzt habe, habe ich mich da rausgewurschtelt. Und zwar befreit von diesem ganzen Dünnsinn, von diesem ganzen Bullshit. Und ein riesengroßer Prozess war das. Das war nicht von heute auf morgen, aber ich habe ihn angefangen. Ich habe angefangen, den Weg zu gehen. Ich habe angefangen, hinzuschauen. Ich habe angefangen, die Dinge zu drehen. Und ich habe angefangen, wirklich zu erkennen, was mich getrieben hat, wie von einer fremden, bösartigen Macht habe ich mich gefühlt getrieben, ausgenutzt, krank gemacht, gequält, ins Leid gestoßen, gefühlt. So habe ich mich gefühlt, ja, bis ich kapiert habe, wo das alles herkam. Und bis ich kapiert habe, dass es eine riesen fucking scheiß Lüge ist über mich, die ich mein ganzes Leben lang mitgetragen habe, die mich so hat leiden lassen, weil die göttliche Wahrheit, mein göttliches Sein, nichts damit anfangen konnte, mit dem Blödsinn, den ich über mich gedacht habe, über das Leben. Das hat mich so leiden lassen, mein ganzes Leben lang, weil es einfach scheiß verdammte Lüge ist. Und weil es für nichts und niemanden stimmt, diese Sachen, die wir uns erzählen, selbst und die wir uns in der Gesellschaft auch noch gegenseitig erzählen. Es ist pure, reine Lüge. Und diesen Lügen auf den Grund zu kommen, das ist so, so wichtig. Und ich möchte euch hier auch nochmal einladen, springt rein in dieses Divine Money Angebot, weil Geld ist göttlich. Geld ist göttliche Liebe. Geld ist nichts von dem, was ich euch vorher erzählt habe, was ich geglaubt habe, was mich so hat leiden lassen. Aber dahin zu schauen und diese Beziehung zu Geld und zu dem, was es wirklich symbolisiert, herzustellen, heilt die Beziehung zu dir selber, heilt die Beziehung zu anderen Menschen, heilt die Beziehung zu deinem Wert, zu deinem Selbstwert, zu deinem Beruf, zu deinem Business, zu all den Dingen, die du dir wünschst zu tun. Deine Beziehung zu Geld erlaubt dir, deine Wünsche und Ziele zu sehen und anzuvisieren. Erlaubt dir, dich großartig genug zu fühlen, dass du überhaupt deine Wünsche und Ziele für dich anerkennen darfst. All das darf geheilt werden und all das darf in das göttliche Licht gebracht werden.
Und es entsteht Heilung auf allen Ebenen, auf körperlicher Ebene, auf mentaler Ebene, auf emotionaler Ebene. Du wirst so frei, wenn du das tust, wenn du diesen Weg gehst, wenn du diesen Weg der Klarheit gehst. Danke, liebe Susi. Ich bin auch so froh, dass ich mit euch da das lernen darf und dass wir uns zusammen weiterentwickeln. Und kommt in diesen Raum, den wir geschaffen haben, diesen wunderbaren göttlichen Raum, wo alles ist, wo alles sein darf und wo alles transformiert, in absolute Liebe, Verständnis und Mitgefühl. Weil wir sind alle im gleichen Boot. Und wir müssen das alle jetzt lernen. Wir müssen das jetzt alle umsetzen, genau jetzt. Weil diese neue Mindset wird gebraucht, dieses neue Wissen wird gebraucht. Wir bauen etwas Neues für uns in der Gesellschaft. Wir bauen eine neue Gesellschaft von Menschen, die absolut erfüllt leben, von Menschen, die nicht in Angst leben, von Menschen, die vernetzt in Liebe und Unterstützung leben. Da sind wir dran und wir werden alle wunderbar göttlich dafür entlohnt, weil das die Idee ist, für die wir hier sind. Es ist nicht gedacht, dass wir so leben, wie wir bis anhin gelebt haben. Das ist nicht die Idee unserer Existenz und unserer Schöpfung. Aber die Idee ist, dass wir es kapieren. Die Idee ist, dass wir die Klarheit und die Wahrheit erkennen dahinter und dass wir in unsere Größe aufsteigen und dass diese Größe und diese Macht nichts Böses ist, sondern aus purer, reiner Liebe besteht und das Geld aus purer, reiner Liebe besteht, dürfen wir jetzt lernen. Ich lade jeden von euch ein, kommt mit, bis am Sonntag habe ich es wirklich für den halben Preis, 2 Monate, 1500 Euro plus Kongress, Heilung in der neuen Zeit, alle Vorträge, alle Workshops, live, Expertenrunden, Aufzeichnungen im Nachhinein, hast du alles dabei, du hast Divine Healing Sessions dabei, du hast Cup Session, Kundalini Activation Sessions dabei. Ich habe alles reingepackt. Hallo Maria. Und in diesem Raum, du wirst beflügelt. Glaube mir, du wirst beflügelt und du wirst deine alten Lasten, deine alten Sorgen, deinen alten Kummer wirst du auflösen und du wirst spüren, wie schön das Leben ist. Du wirst deine Lebenskraft zurückfinden. Du wirst deine Freude am Leben, deine einfach grenzenlose, bedingungslose Begeisterung haben. Ja, danke, ihr Lieben. Und ich möchte so viele Menschen wie möglich mit auf diese Reise nehmen. Ich habe einen Ratenzahlungsplan für euch. Das kannst du dir ermöglichen. Und es ist jetzt der Moment und deswegen bin ich hier und deswegen spreche ich darüber, deswegen spreche ich es an, weil ich weiß, es ist ein riesengroßes Thema. Ich sag's jetzt fast für alle von uns, sogar für die mit einem dicken Bankkonto. Weil egal wie dick dein Bankkonto ist, wenn deine innerliche Ausrichtung, dein inneres Gefühl, deine Gedanken, die du denkst, deine Überzeugungen nicht in der Fülle, in der göttlichen Wahrheit sind, wirst du mit dem dicksten Bankkonto unglücklich und schwer und voll Sorgen durchs Leben laufen. Es geht nicht ums Bankkonto, es geht um das Gefühl, das du haben möchtest für die Stunden, die du hier verbringst auf Planet Erde. Um dieses Gefühl, um die Freude, um die Liebe, um die Dankbarkeit für dein Sein. Darum geht es. Und Geld ist einfach nur der Schlüssel dadurch, weil wir an dieses Symbol Geld so viel Bullshit dran geknallt haben. Und das dürfen wir auslösen. Und ich freue mich riesig über jeden Einzelnen, der sich das möglich macht. Ich habe gestern die Gruppe eröffnet, es wird Celebration 2020, heißt es, Divine Money Celebration 2020. Komm in dein wahres Ich und es wird einfach so genial. Glaube mir. Und du willst dabei sein. Ich weiß, dass du dabei sein willst. Und deswegen biete ich es dir an, von ganzem, ganzem Herzen, zu einem absolut erschwinglichen Preis und zu einer Zahlungsmodalität, die du machen kannst, die jeder machen kann, das weiß ich. Und ich war auch schon ohne Geld. Aber wenn ich was wirklich, 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 wirklich wollte, dann habe ich es mir immer möglich gemacht. Immer, immer. Es war immer da, das Geld. Die Möglichkeit war immer da. Und der Anfang war, ich will, ich will, ich will, ich will. Und ich muss dahin und ich will dahin. Und
Bam geht's. Es war immer schon so. Also ihr Lieben, ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Ich freue mich, von euch zu hören. Ansonsten poste ich nochmal den Link. Sonst findet ihr es auch bei mir auf der Webseite mywellfeeling.ch oder .com. Da geht ihr drunter unter Angebote und da steht dann Divine Money und bis am Sonntag kannst du diesen ganzen Riesen-Package in der Gruppe, in der Community, mit meinen Teachings, mit deinem eigenen Arbeiten, wo du begleitet wirst in der Gruppe für 1500 Euro für 2 Monate. Bist du dabei? Super, super intensiv und glaube mir, wir haben jetzt November und Dezember. Du hast nicht wirklich gerade viel zu tun für dich. Du hast Zeit. Du hast gerade Zeit. Es ist the best timing ever. Es gibt keinen besseren Moment, als jetzt mit uns zu starten am 4. November, Mittwoch, 20 Uhr. Wahrscheinlich, wenn der Kongress startet, werden wir noch andere Auswahltermine finden müssen, damit ihr auch an diesen ganzen Workshops und Vorträgen, die dann dort laufen, vom 9. bis zum 29. November, ausreichend teilnehmen könnt. Hallo? Gibt's ein besseres Angebot? Nein, gibt's nicht. Also schaut es euch genau an auf der Homepage. Ich habe es euch ausgerechnet. Die Goodies haben einen Wert von 2067 Euro. Nur die Goodies, ohne das Coaching. Also, no-brainer. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Okay, also bis dann. Tschüssi.